Dankeschön, meine lieben Freunde, Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, meine Freunde, heute packen wir ein Display aus und haltet eure Nase steif. Wir werden Goldserie 2008. Die erste Goldserie, die rausgekommen ist, öffnen gleich wieder 5 Stück. Und ja, das ist hier, glaube ich, das letzte Video zu Goldserie. Eins wird noch kommen. Zu Goldserie 5, die letzte davon. Und danach halt Maximum Gold. Ich weiß nicht, wie lange das noch reicht, die ganzen Videos. Ich habe schon vorproduziert. Ich habe alle Goldserien schon aufgemacht, außer jetzt die beiden. Die werden jetzt noch hier nachkommen. Und ja, mal schauen, was hier heute so Schönes drin ist. Die teuerste ist schon 24 Euro. Aber die nächste Goldserie, die Goldserie 5, die wird 80 Euro teuer sein. Die teuerste da drin. Oh, lasst euch überraschen, ob wir die dann wirklich ziehen. Kartenvernichtungsvirus ziehen heute. Ist die teuerste hier drin? Mal schauen. Aber schaut auf Instagram vorbei. Da poste ich die Karten mal einzeln und präsentiere die immer, was ich so alles gezogen habe. Natürlich die besten dann auch immer natürlich. Und ja, dann öffnen wir den Mist mal heute. So, dann packen wir mal das erste aus und öffnen das gleich mal. Oh, das geht auch ganz leicht bestimmt auf hier. An der Seite. Ey, ganz leicht. Ja, wunderschön. Awesome. Guckt euch das mal an. Oh Gott. Ja, das ganze Paket stelle ich wieder im Regal hin. Auf Instagram könnt ihr schauen, wie ich das alles so hingestellt habe. Ich habe ja richtig große Regale und da ist halt nur Yu-Gi-Oh! Drin. Und ja. Goldserie, die erste. Sehr schön. Cool. Ja, erste Booster 2008. Das waren noch Zeiten. Die Anfangszeit von Yu-Gi-Oh! Aber natürlich noch weiter zurück, dann bis 2002. Aber das ist einer der schönsten Serien überhaupt. Ja? Und danach kommt noch was Schönes. Nach Goldserie hole ich eine neue Serie, wo ich auch wieder ganz viel holen muss. Aber dann halt nur 2 Stück. Von 2 verschiedenen Sorten. Hier haben wir ja Goldserie und Premium Gold. Ist ja alles Goldserie. Für mich ist alles Goldserie. Und danach kommt wieder so eine Serie. Aber nur 2 Stück. 2x2 Stück. So, dann haben wir das ausgepackt und dann packen wir das auch gleich nochmal aus. Hier kann man das ja ganz gut öffnen und ja, ganz einfach kann man das öffnen. Oh, ist das schön. Wie neu. Oh, es gibt ja, passt auf Leute, wenn ihr Displays holt, die sauteuer sind, über 5000 Euro oder schon über 1000 Euro oder 600, keine Ahnung, kommt drauf an. Es gibt diese Faker, die zum Beispiel, ich habe das mal gesehen bei LOB, das allererste Booster, dann haben die halt die Verkäufer oder vielleicht wurde es immer wieder weiterverkauft und immer wieder und dann immer irgendwann immer teurer, aber dann irgendwann packt es natürlich jemand aus und dann sehen die halt, dass da andere Karten drin sind, dass es schon geöffnet worden ist, dass es halt auch mit Folie richtig zugemacht worden ist, aber das fällt ein ganz bisschen auf, dass vielleicht, wenn jemand anderes das doch mal zugeschweißt hat oder irgendwie auf irgendeine Art, dann, ja, hat man die Arschkarte gezogen. Wenn man so ein Päckchen holt und dann sich nicht so gut auskennt, vielleicht doch gut auskennt, aber trotzdem verarscht wurde wegen anderer Produkte drin. Oh, schaut euch das mal an von Alex von Resentime. Der hat mal so ein Opening gemacht zu einem LOB. Das war hart. Das war wirklich hart. Und jemand wollte mir das verkaufen. Ich habe gefragt auf Instagram, verkaufst du das? Aber ich würde es niemals so viel Geld für ein Display ausgeben. 6000 Euro für dieses Display. Erst hat er 8 gesagt und so. Aber ich wollte das nicht kaufen, ich wollte nur nachfragen. Und dann hat er das Alex dann gehabt und der hat das aufgemacht und dann war da nur so ein Mist drin. Das wurde schon geöffnet, das waren von anderen Boostern, Metall war das und alles mögliche Karten drin in LOB. Und ja, wurden einfach andere Karten reingetan. Das war echt Mist. Wenn ich daran denke, kann ich das Video ja in
der Beschreibung reinmachen. Und ihr könnt das euch mal anschauen. Das ist echt Feeling, sowas. Wo der das dann aufgewandt hat. Oh, andere Karten, ungefälschte Karten noch mit drin. Oh, Digga. Oh, und keine Holo-Karten. Alles rausgenommen. Nur schlechte Karten. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echt böse. Da kommt man in Teufelsküche, wenn man sowas macht. Oh Gott. Dafür gibt's Jahre Knast. Holy moly. So, gut. Ja, jetzt haben wir auch noch das letzte geöffnet. So, 5 Stück haben wir jetzt. So, Booster, jetzt seid ihr an der Reihe. Ich fahr euch mal ein bisschen runter. Gut. Alles gut? Nee, nicht alles gut, wa? Ding! 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 Mit Absicht richtig oft drüber fahren. Oh, sie zahlen für einen Booster 300 Euro? Ja, ist klar, ne? So, dann öffnen wir jetzt mal. Wird ein bisschen kompliziert, das Booster. Muss man mal wieder so aufmachen. Da sind wir schon die ersten Karten. Wie viele Karten? 25 Karten? Ich glaube 100 Karten waren da drin oder so. So, schauen wir mal. Ja, das ist alles auf Englisch. Gut. Nadelwurm. Nice. Cool. Nadelwurm ist immer gut. So, was haben wir denn noch so Schönes? Cooles. Ah, die Karten waren schon ziemlich gut. Der sieht eigentlich auch so Kult aus. Der auch, siebenfarbiger Fisch. Kult einfach nur. Der auch. So. Ja, Englisch ist wieder ein bisschen... Sonst bin ich wieder länger dabei, weil Englisch ist für mich halt auf der Schiene geblieben. Das ist nicht so ein Skill, Dwayne. Ja, nice. Und den kennt man ja auch. Ja, von dem Big Five, wa? Der ist auch richtig nice. Oh. Oh, das riecht so gut, das Booster. Oh, Mann. So nice. So, und hier ganz am Ende, ja, Cyberdrache. Cyberdrache. Schaut euch den an, den haben wir gezogen. Den haben wir gezogen. 3 Stück sind davon. Wow. Schwerer Sturm, Harry Storm. Alles wieder weg. Nein. Devoria Lady. Oh. Ist ein bisschen weiter nach oben gerutscht, ne? Naja. Ist eigentlich ganz cool. So. So, weiter geht's. Nächstes Booster. Wir müssen die teuerste ziehen hier. Dann brauchen wir halt nicht mal die teuersten Karten auf jeden Fall zu holen. Irgendwann. Ich krieg das Booster nicht aus. Doch jetzt. Oh, das ging ganz leicht auf. Sehr nice. So, dann schauen wir uns die nächsten Karten an. Das ist ja eine Karte, die habe ich noch nie gesehen. Das ist eher so... So reale Monster oder 3D-Monster. So richtig... Nicht so wie hier die Monster. Es ist so fotografiert oder so. Aber das ist ja krass. Nice. So, Mensch. So. Ja, nochmal Nadelwurm. Schön, kann man ein schönes Deck machen. Dreimal Nadelwurm drin. Kann man ihren Gegner so richtig fertig machen. Richtig zum Schwitzen bringen. Ja, oh, siebenfarbigen Fisch nochmal. Wow. Krass. Die hat man früher auch eingesetzt. Sehr oft. In Decks. So Anfang der Yu-Gi-Spieler Zeiten. Sehr nice. Noch mein Skill Drain. Und den nochmal. Ja, cool. Ja, lass uns mal schauen, wie viele Karten mit dran sind. Ganz genau. Muss ich das jetzt mal eben wissen. 45 Karten sind hier nur drin. Dann ziehen wir ja alle. Ja, ja. 5x 25, ne? 125. Ja. Nice. So. Ja, die ist auch schön, ne? Sehr cool. So. Prometheus King of the Shadows. Sehr schöne Karte. Und Chimera Tech Overdragon. Oh, cool.
Was für eine Kampfkraft hat der Fragezeichen? Damit kann ich nicht kämpfen. Durnzolok. Zalok. Sehr nice. Weiter geht's. So, Booster öffnen. So, jetzt müssen wir von oben. So geht's am besten. Weiter geht's. So. Ja, die Karten hatten wir alle schon gehabt. Die meisten kamen. Ja, das waren ziemlich wenig Karten hier dran. Skill Rain, ja. Mit 45 Karten. Dann zieht man auf jeden Fall fast alle. Mit einem Case. Also ein ganzes Display dort vorne. So, Gehirnkontrolle. Brain Control. Nice. Gold Wu Lord of Dark World. Cool. Und Riesentronade. Nee. Reißenattribut. Genau, so war das. Boah. Die Schrift ist ein bisschen abgenutzter. Alles ist halt normal. Dann. So, weiter geht's. Nächste Booster. Eins haben wir gleich noch. Und wir haben noch keine teure Karte gezogen hier. Kräfteraum, ja, haben wir einmal. Jetzt müssen wir aber hier langsam mal die Karten ziehen, die wir haben wollen. Siebenfarbiger Fisch, nochmal die. Skill Dwayne. Sechs teuerste Karte wird hier angezeigt. Okay. Oh, der ist auch cool. So, den nochmal. Und jetzt haben wir. Den hatten wir schon. Die Devoria Lady. Und schwerer Sturm nochmal. Oh, Digga. Digga. Oh. Eins haben wir noch. Ein Booster. Und wir haben nicht die drei teuersten gezogen. 5 und 6 auch nicht. Oh, Mann. Halleluja. So, weiter geht's. Nadelwurm nochmal. Cool. So. Und? Skill Drain nochmal. Oh, Lichtschwerter. Cool. Jinso. Und Breaker. Ja, krass. Breaker. Ja, nice. Wir haben leider Kartenvernichtungsvirus nicht gezogen. Dunkler Magier des Chaos, Spiegelkraft und der Ultradrache. Echt schade. Ah, wir haben so viele nicht gezogen. Ah, die untersten haben wir alle gezogen. Echt schade. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Aber wir haben richtig schöne Karten mal wieder gezogen. Nochmal ein Breaker, der in einer anderen Goldserie auch wieder drin ist. Richtig cool. Ja, meine Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Opening. Schaut auf meinen Instagram-Kanal. Und ja, haltet eure Augen steif. Steifer geht's.